einfach irgendwo hier voraus muss er sein. Das schaffen wir auch noch ohne Auto die paar Meter. Also das hoffe ich zumindest. Wenn sich nicht gleich der Boden auftut. So, da vorne ist schon aufgeblinkt gerade. Hallo? Ist hier jemand? An diesem Felsen womöglich. Da, da liegt jemand. Schau mal. Hallo, alles in Ordnung? Guter Mann. Ah, glaubt, der ist hinüber. So, meine professionelle Vermutung. Oh, Großer, richte deinen Blick auf mich. Nimm diesen Tribut an. Forme die Welt nach deinem... Moment! Oh, Großer, warte! Ah! Oh. Nee, kein schönes Ende, aber... Das sollten wir Christmas melden. Das war schon sehr, sehr dumm, was der da gemacht hat. Tut mir leid, dass ich darüber lache, aber... Das war schon sehr, sehr, sehr dumm. Sehr dumm. Das sollten wir Christmas melden, finde ich auch. Wir sollten unbedingt, ihm Bescheid sagen, dass der Idiot gestorben ist. Weil er meinte, er muss einen riesigen, tödlichen Roboter anbeten, aus irgendeinem Grunde. Kann man so blöd sein. So, Christmas war da oben, ne? Da sagen wir gleich mal Bescheid. Tut mir leid, der ist leider abgekratzt gerade. Bei hier oder ein höher? War ganz oben, ne? Warte, bin hier doch falsch. Ganz oben. Noch eine Etage höher. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, Entschuldigung. Da habe ich irgendwie einen Huhn in den Hals gekriegt gerade. Und eine Raupe eingeatmet oder so. Passiert mal. Hallo, Ryder. War Christmas nicht hier? Ist er da hinten jetzt? Wenn du einen Kampf siehst, greif nicht ein. Das ist gut für die Moral. Was? Pathfinder, wie geht's? Ja, der alte Aalhäuter, der hat so viele Aale gehäutet, das glaubst du gar nicht. Der alte Abhäuter ist Geschichte. Habe ich schon gehört. Schade wegen Bishop. Schwer zu übersehen. Er war verrückt, aber ein guter Arbeiter. Aber verrückt. Ja. Vielleicht könntet ihr seine Leiche da wegholen und begraben oder so. Vielleicht geht das, ja? Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. Immer gerne. Gut, gut. Vorsicht. Dann haben wir also erfolgreich unseren Außenposten hier eingerichtet. Das kann man mal so stehen lassen. Und dann würde ich fast behaupten... Upsi. Wir gehen mal zurück zum Schiff, oder? Wo ist denn hier Exfiltration? Muss ich erst ins Auto steigen, um zu exfiltrieren? Anscheinend ja. Exfiltration im Gange. Cool, cool, cool. Wir haben einen neuen Außenposten. Yay. Da können wir aber stolz auf uns sein. Und da brennen wir ab durch die Atmosphäre. In die Weiten des Weltalls. Oh, da sind wir ja schon. Das geht schnell. Ja, mal ganz schön weit hier, diese Weiten. Okay, wir wissen noch, dass wir die, die Architektenhülle im Orbit uns angucken können. Ja, hallo. Genau da. Kadara. Richtig. Architektenhülle Kadara. Die Direktiven der Programmierung dieses Reliktarchitekten wurden außer Kraft gesetzt. Sie befinden sich in einem orbitalen Standby-Modus und bleibt an seinem Heimatplaneten Kadara gebunden. Die Panzerung des Architekten deutet auf mehrere Selbstreparaturen aufgrund von Schäden durch Schwefelsäure hin. Laut dem Signalmuster überwacht er irgendwie das Grundwasser von Kadara. Der gerissene Hund, der. Gib mir meine Forschungsdaten und dann, müssen wir mal kurz gucken, ob wir vielleicht E-Mails gekriegt haben oder so. Das wäre doch was. Meint ihr, wir haben E-Mails gekriegt? Eine.
Update zu Kadera. Ah, von Reyes Vidal. Ich habe sichtbare und weniger sichtbare Patrouillen zur Bewachung des Außenpostens angeordnet. Die Verbanden haben bereits einige Angriffe unternommen, aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Wie versprochen, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um ihre Leute zu beschützen. Reyes. Das ist nett, Reyes. Sehr lieb von dir. Immerhin steht er zu seinem Wort. Das ist doch was. So, dann sollte ich eigentlich noch mal gucken. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Genau danach wollte ich gerade gucken. Danke, dass du mich noch mal darauf hinweist. Ob wir hier ein paar ALP-Träume verteilen können. Drei Kryokapselpunkte. So, erstmal Belohnung einsammeln, genau. Forschungsdaten und Mineralien. Und wir haben drei Kryokapselpunkte. Weißt du was, die verteile ich mal gerecht. Einen auf Wissenschaft, einen auf Verteidigung, einen auf Handel. Was machen wir denn bei Wissenschaft? Erweiterte Feldanalyse, zusätzliche gewöhnliche Minenvorkommen werden verfügbar, irgendwie beute ich die nie aus. Wahrscheinlich die Forschung verkürzt sich ein bisschen halt von Forschungspunkten. Machen wir das mal. Verteidigungsports, hier haben wir wenig gemacht. Regelmäßige Lieferung von Verbrauchsobjekten, regelmäßig organische Materialien, regelmäßig Tech-Materialien. Ja, weißt du was, nehmen wir die doch mal. Tech-Materialien sind bestimmt lecker, können wir auch gleich einsammeln. Und Handelsports, was machen wir hier? Grauer Markt, bessere Preise oder Fusionsmod-Unterstützung. Reduziert den Abzug auf alle Fusionsmods um die Hälfte. Ja, haben aber immer noch extreme Abzüge dann. Das will ich eigentlich gar nicht. Finanzielle Infrastruktur. Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Also an Credits mangelt es mir irgendwie nicht. Ich mache mal hier die Verbindung zum Markt, zum grauen Markt. Einfach damit die Preise ein bisschen mehr gut für mich sind, um meine Deutschkenntnisse mal hervorzubringen. Mehr gut. Dann will ich noch mal kurz meine Apex-Teams koordinieren. Denen mal auf die Finger gucken. Wehe, da ist schon wieder was schief gelaufen. Erfolgreich, sehr gut. Die sind schon Stufe 13. Mission, oh, fehlgeschlagen, Leute. Reißt euch mal am Riemen. Sowas tut doch nicht Not. Hallo? Wieso schlägt denn das fehl? Ich dachte, ihr seid Profis. Siehst du, die können das. Wenn eure Mission fehlsteckt, kriege ich keine Belohnung, die ich einkassieren kann. Ist euch das eigentlich klar? Wahrscheinlich ist ihnen das klar und die machen das mit Absicht. Horchposten einrichten. So, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Selbst ich kann Horchposten einrichten und ich kann nichts. Team Tango macht das. Feindliche Saboteure eliminieren. Hier, 74%. Team Kilo. Haut rein. Feindliche Pläne aufdecken. 44%. 66%. Team Papa. Wo ist Team Mama eigentlich? Ja, macht ihr das jetzt? Hat das jetzt gefruchtet, liebes Spiel? Ja, es hat gefruchtet. Stärke des Feindes ermitteln. Dann ermitteln wir mal. Möchten wir die Stärke ermitteln? Nein, wir möchten extreme Framerate-Einbrüche haben, obwohl es ein statischer Bildschirm gerade ist. Ich kann nicht behaupten, dass ich da Verständnis für habe, liebes Spiel. Stärke des Feindes ermitteln, bitte. Immer noch. 92% Erfolgschance, Team Lima. Ja, dann hau rein. Nur zu. Mir soll es recht sein. Ich weiß nicht, ob ich das noch mehrfach drücken muss, damit er das übernimmt. Achso, nee, jetzt. Schiffsabwehrbatterien einrichten. 81% Team India. Hau rein. Braucht halt nur einen Moment, bis er das gerade verarbeitet. Ich weiß nicht, was... keine Ahnung. Ich bräuchte dann noch meine Belohnung, bitte. Ja, ich habe auf Belohnung geklickt, aber es passiert gerade nichts. Ach, dieses Spiel. Beziehungsweise, ich glaube, der Computer ist daran schuld. Aber, naja... An dem kommen wir gerade nicht drum rum. Um den. Vielleicht wenn ich aus dem Menü rausgehe.
Vielleicht fängt es sich dann wieder, ich weiß es nicht. Sondern muss ich das eventuell gleich mal unterbrechen und vielleicht mal gewisse Dinge tun. Vielleicht das Spiel neu starten oder so. So, ich habe gerade mal die Aufnahme beendet und sie nochmal neu gestartet, falls da also gerade ein kleiner Schnitt zu bemerken ist. Auf jeden Fall ist die Framerate jetzt stabil, das freut mich schon mal und ich kann meine Belohnung einsammeln. Kommt her, liebe Belohnung. Dankeschön. Geht doch. Warum denn nicht gleich? Wollen wir gucken, ob wir mit unseren Teammitgliedern vielleicht noch einen kleinen Klönschnack halten können, wenn die gerade hier sind. Petra? Brauchen Sie etwas? Soll ich irgendwas für Sie erledigen? Nö, ist, glaube ich, Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich glaube, die haben eh nichts Neues zu sagen. Nö. Ich renne immer rum und freue mich so drauf, mit denen zu reden und dann haben die nichts Neues. Das ist auch immer schade. Vielleicht gebe ich ihr immer noch ein bisschen mehr Zeit, sich Dinge zu überlegen, mit denen sie über die sie mit mir reden wollen. Und fliegt so lange irgendwohin hinaus in die Weiten. Wir sind jetzt im Orbit von Kedera. Ach so, Kedera sind wir gerade. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir können die Mission für Liam machen. Oder wir können nach Eladen gehen. Wollen wir auf einen neuen Planeten aufbrechen? Mir ist danach heute, muss ich sagen. Ich will nach Eladen. Lass uns einfach kommen. Komm, wir fliegen einfach mal hin und schauen uns eine neue Welt an. Ich habe mich selbst lange genug auf die Folter gespannt. Und die Eulen, die mir zusehen, auch. Von daher, neue Welt, wir kommen. Da wir Kedera ja so gut wie abgeschlossen haben. Wir haben unseren Außenposten dort eingerichtet und so. Gucken wir uns das mal an. So, natürlich gucken wir uns erstmal alle Planeten außer Eladen an. Nämlich zum Beispiel Strahlungsspur. Das ist ein wundervoller Planet. Da leben viele Leute auf Strahlungsspur. Oder es ist halt nur eine Strahlungsspur und kein Planet. Na, kann alles vorkommen. Signaturübereinstimmung mit dem von Ruth Becker geschulten Nexus Shuttle. Ja gut, aber das haben wir ja schon lange geklärt. Gibt es hier sonst noch Anomalien oder so? Nö, sieht nicht danach aus. Dann fliegen wir mal nach Dubraki. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe es schon. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und Krogana, weil die unheimlich alt werden. Dubrakis Oberfläche aus Nickel und Kobalt widersteht der extremen Hitze des Planeten und sorgt für Stabilität. Es wurden Spuren von Element Zero gemessen, sie lassen sich aber nur schwer genau orten. Gucken wir mal, was wir denn geortet haben. Ist das ein Kohleflöz oder? Ich habe daneben gezielt. Ich habe 12 mm daneben gezielt. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Es ist eine Schlucht. Länge 329 Kilometer, durchschnittliche Breite 6 Kilometer, maximale Höhe 6 Kilometer. Diese enge Schlucht ist erstaunlich tief. Unten fließt ein mineralienreicher Magmafluss und an den Wänden zieht sich Alien-Technologie, möglicherweise alte Anlagen der Angara entlang. Das muss die Quelle des Elements Zero des Planeten sein. Krass. Da würde man ja eigentlich mal gerne landen und sich das angucken, ne? Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wie zum Beispiel Grogorna anschauen. Viel wichtiger. Grogorna. Aber das machen wir nur so Grogorna. Anomalie auf den Sensoren. Durch die Strahlung der Sonne von Zaubrei ist der Großteil von Grogorna ständig geschmolzen. Ozean aus Magma vereiteln praktisch alle Erkundungsversuche. Okay, Ozean aus Magma können hinderlich sein, das weiß ich aus Erfahrung. Als ich ein Kind war, war der Boden auch oft Magma bzw. Lava. Da musste man so Kissen hinlegen und drüber springen. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ein großes Metallvorkommen. Kupfer ist ein Halbedelmetall, dessen hohe Leitfähigkeit es für viele Zwecke verwendbar macht. Ja. Sehr leidensfähig, das Kupfer. Und das brauchen wir natürlich für alle möglichen elektronischen Verkabelungen und so weiter.
Ein Asteroid haben wir auch noch. Der ist so Astero, dass es nur so geht. Sind da auch noch ein paar Mineralien drauf. Dieser extrem dichte Asteroid besteht aus einem Metallkern aus einer unbekannten Legierung, der von einer kohlenstoffhaltigen Hülle umgeben ist. Höchstwahrscheinlich war vor Jahrhunderten ein Bestandteil einer künstlichen Konstruktion, Relikttechnologie oder etwas völlig Neues. Graphit. Immerhin kriegen wir noch 104 Graphit daraus gepoolt. Dann haben wir H315, der hat aus irgendeinem Grund keinen eigenen Namen gekriegt. Wahrscheinlich ist er zu langweilig dafür. Ja, guck mal, wie öde der schon aussieht. Ja, kein Wunder, hätte ich auch keinen Namen gegeben. Die Tage auf H315 sind lange genug und die Atmosphäre ist dünn genug, dass die Temperatur nachts deutlich sinken kann. Beide extremen Werte sind als gefährlich zu betrachten. Ja, langweilig. Einfach nur... Nee. Hat ja keinen Namen verdient. Und Eladen. Eine neue Welt. Wie neu die wohl sein wird. Und wie viel Welt sie enthalten wird. Oh, ist das ein Doppelplanetensystem oder wie? Eladen. Einige Aufgaben sind auch schon da. Eladen besteht aus einer sengenden Landschaft ohne jede Feuchtigkeit und ist bedeckt von einer Vielzahl von Kratern. Dennoch ist die Welt bis zu einem gewissen Maß lebensfähig. Die junge kroganische Kolonie Neu-Tuchanka befindet sich hier, neben verlassenen Bergwerken sowie einzelnen verstreuten Außenposten und Lagern. Geil. Oberflächentemperatur 52 bis 99 Grad Celsius. Oh, das ist ein bisschen warm. Da könnte mir der Schweiß auf der Stirn stehen. Obwohl ich es warm mag, aber das ist doch ein bisschen viel. Die Frage bleibt, wen nehmen wir mit? Wir nehmen Drag mit. Das ist eine sehr gute Idee, weil Neu-Tuchanka, kroganische Kolonie, da ist es doch nett, wenn man Kroganer dabei hat, der weiß, was man da macht. Und wen noch? Vielleicht Jawl. Ich glaube, Jawl hatten wir eine Weile nicht mehr mit dabei, ne? Nehmen wir die beiden mal mit an den Start. Ich überlege, ob ich die Lackierung ändern soll in irgendwas. Kann das Ganze ja mal ein bisschen... Blackout sieht cool aus, finde ich. Hatte ich das schon mal? Ich weiß es nicht. Bloodpack. Hex hatte ich schon mal. Das sieht cool aus. Honigwabe. Ich sehe rot. Monolith um Mitternacht. Platin. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Soll ich mal die Honigwaben nehmen? Die finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Die nehme ich mal. Okay, dann können wir auch in Ruhe landen. Sam, sende Kello den Nachtpunkt, den wir von unserem kroganischen Kontakt haben. Drag, wir landen auf Eladen, um Jorgels Trucks zu treffen. Bin unterwegs. Völlig neue Welt. Wo genau ist der Treffpunkt? In einem Laden namens Paradise, mitten im Nirgendwo, soweit ich das sehe. Kroganer haben eine andere Vorstellung vom Paradies. Das glaube ich sofort. Einmal Atmosphäreneintritt Deluxe. Raumschiff? Nein. Nur 41% liegen frei. Ich werde so viele Informationen wie möglich sammeln. Ja, bitte! Ein Raumschiff der Relikte! Boah. Und ein kleiner Ladebildschirm natürlich. Wir haben den Planeten ja nicht gerade schon gesehen. Der muss nochmal neu geladen werden. Das dauert ungefähr 45 Minuten. Nein, gar nicht. Ich bin überrascht und erstaunt zugleich. Guck mal, so trocken und heiß kann das ja nicht sein. Da stehen Bäume. Ja, sollen sich mal nicht so anstellen hier.
Wer lebt außer den Kroganern noch hier? Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Verbrecher, die aus Kadara rausgeworfen wurden. Oh. Das wird bestimmt interessant. Ja, vermute ich auch. Den Außenposten auf Eladen fertigstellen. Ja, ja. Hitzegefahr. Eladen für den Außenposten prüfen. So. Einmal kurz ins Menü und wieder raus, damit dieser lästige Mauszeiger mal verschwindet. Der hat mich die ganze Zeit genervt gerade. Und unsere Lebenserhaltung sinkt. Oh, im Schatten wird's besser. Das ist gut. So, da vorne sind einige Gebäude. Da hinten sehe ich auch... Ich schaue mal kurz auf die Karte. Oh, oh, es gibt natürlich allerlei. Gut, 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 gut. Aber erstmal gucke ich mich hier um. Es gibt hier Aufträge, Fragezeichen, alles Mögliche. Ich schaue mich hier erstmal ein bisschen an der Landestelle um. Ist klar. Was haben wir denn da vorne Schönes? Da haben Leute ihre Autos geparkt. Ja, ja, Hitzegefahr. Ich verstehe schon. Aber ein paar Minuten halten wir es wohl aus. Das ist im Grunde wie am Anfang auf Eos. Nur dass es auf Eos die Strahlung war, die uns geschadet hat. Hier ist es tatsächlich die Hitze. Boah, und da der andere Planet... Und die Monde, die da noch zwischen sind. Oh, das ist schon eine geile Aussicht. Wahnsinn. Da vorne liegt ein bisschen Mineral rum. Fluorid, das ist gut für die Zähne. Hallo, na ihr? Ein Glück, dass es im Paradise Schatten gibt. Da draußen würde ich jetzt gegrillt. Ja, bloß nicht die Sonnencreme vergessen. Hier, Lichtschutzfaktor 500. Dieser Schrott wird mein Ticket hier raus sein. Du wirst schon sehen. Wir werden sehen. Da ist noch mehr Fluid. Das sammeln wir natürlich sehr gerne ein. Ich wünschte, diese verfluchte Sonne doch einfach... Kent Halsey, wer bist du denn? Hey, ich kenne ihr Abzeichen. Sie sind von der Nexus, richtig? Ein paar Feinde. Volle Möhre, korrekt. Kent Halsey, Nexus Sicherheit. Aha. Ich wusste gar nicht, dass sich ihre Pflichten sogar bis nach Eladen erstrecken. War mir neu, ja. Tun sie auch nicht. Ich bin aus persönlichen Gründen hier. Hm. Meine Schwester Isabel hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Sie schloss sich der Rebellion an und wurde nach Kadara verbannt. Und irgendwie hat sie es geschafft, genügend Leute zu verärgern, um letztlich auf diesen Drecksplaneten hier zu landen. Das klingt nach Talent. Sie gehören den Sicherheitskräften an und ihre Schwester ist eine Unruhestifterin. Das muss für sie eine unangenehme Situation sein. Das ist mir egal. Ich bin hier, um nach ihr zu suchen. Ich weiß, dass sie nicht wieder auf die Nexus zurückkehren kann, aber wir können auf Kadara neu anfangen. Zusammen. Sie kann sich glücklich schätzen, einen Bruder wie sie zu haben, Kent. Das denke ich auch. Jemand, noch habe ich nichts sorgt. Erreicht. Das Problem ist, ich habe diesen Planeten unterschätzt. Ach, tu mir ich das habe nicht weder alle. Ein Fahrzeug noch irgendeine Möglichkeit, mich vor der Hitze zu schützen. Setz doch Mut auf. Ich habe noch nicht mal angefangen und stecke schon fest. Das ist Pech. Na, ich biete natürlich gerne meine Hilfe an, weil ich so lieb bin. Keine Sorge. Ich kann Isabel für Sie aufspüren. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Ich denke, diese Bergungsgutsammlerin von Kadara weiß etwas über Sie. Mir wollte sie nichts verraten, aber vielleicht bekommen Sie ja etwas aus ihr raus. Ich werde die Infos schon aus ihr rausprügeln. Mit Vilonia reden. Oh, okay. Hier stehen ein paar nette Kroganer rum, beziehungsweise Wo einer sitzt. Wo wollen Sie hin? Ja, weiß nicht. Mal gucken halt einfach. Ich bin neugierig. Das ist alles. Ich habe keine feste Agenda gerade. Ah, die mir einiges am Rumliegen haben sein. Zum Scannen auch. Was habt ihr da denn Schönes? Ein Wasserverteiler. Mit so viel Wasser könnte man eine Siedlung monatelang versorgen. Ach, das ist alles Wassertanks hier. Das hütet ihr sicher wie ein Augapfel auf so einem trockenen Planeten. Ein paar Lagerkisten. Diese Kisten weisen deutliche Gebrauchsspuren auf und sind bedeckt mit Spuren und Rückständen von zahlreichen Planeten. Der Boden um sie herum ist verkratzt, was darauf hindeutet, dass sie sehr viel wiegen und schwer zu transportieren sind. Eine kleine Notiz. Anea, bei dieser Kiste fehlen 500 Credits. Aufgrund des Mineralengehalts stammt das Wasser wahrscheinlich aus einer unterirdischen Quelle. Aha. Aha. So, Wasserverteiler. Du verteilst hier also Wasser. Wenn Sie wegen Wasser hier sind, müssen Sie erst mit Enia sprechen.
Sie einigen sich mit ihr, erhalten von ihr einen Beleg und ich gebe ihnen das Wasser. Okay. Sie können entweder die gesamte Menge auf einmal mitnehmen oder sie aufteilen. Das liegt ganz bei Ihnen. Das liegt bei mir. Es ist irgendwie merkwürdig, dass die Wassertanks so nah an dieser Schlucht stehen. Ich habe gehört, es sei eine Vorsichtsmaßnahme. Wogegen? Sollte irgendjemand versuchen, das Wasser zu stehlen, öffnet Ania die Tanks und lässt es in die Schlucht laufen. Ach so. Ich selbst habe das noch nie miterlebt, aber andere schon. Können Sie sich das vorstellen? Was für eine Verschwendung. Das scheint mir eine unheimliche Verschwendung zu sein. So die Mentalität, wenn ich es nicht haben kann, kann es keiner haben. Steht all das Wasser hier zum Verkauf? Ein Teil geht natürlich an den Handelsposten. Aber ja, das meiste steht zum Verkauf. Jeder, der auf ihr Laden Wasser will, muss hierher kommen. Ansonsten ist es auf dem Planeten kaum zu finden. Puh, das klingt, als müssten wir ein bisschen terraformen, um mehr Wasser auf den Planeten zu bringen. Wo kommt dieses Wasser her? Aus dem Boden. Ich denke, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Nicht einmal ich weiß, woher Ania es bekommt. Aus dem Boden vermutlich. Anfangs dachte ich, sie würde mit Kadara handeln. Aber das kann nicht sein. Diese Mengen können unmöglich von Kadara stammen. Na, ich muss dann auch mal. Ich will sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Ja, danke, den wünsche ich dir auch. Ja, ist aber nett.